Schönen guten Abend, Thomas. Hallo. Welchen Tag oder welche Nacht haben wir denn eigentlich jetzt gerade? Es ist Donnerstag auf Freitag. Donnerstag auf Freitag. Und wie viel Uhr haben wir? Was sagt die Bahnhofsuhr? 2 Uhr in der Früh. 2. Thomas, dich sieht man im weitesten Sinne im Zusammenhang mit Mobilität hier am Nordausgang des Hauptbahnhofs. Wie kommt's? Ja, ich bin Taxifahrer geworden. Ich habe Maschinenbau studiert. Hab das Studium mit dem Taxifahren finanziert, dann wird es mit dem Studium nichts und ich bin Taxifahrer gewesen. Du fährst hier recht regelmäßig auch Nachtschichten, sonst könnte man dich hier nicht im Mahnwachenbereich morgens um 2 treffen. Du fährst unterschiedlichste Kunden, du fährst auch in der ganzen Zeit, wo es jetzt um die Auseinandersetzungen, um diesen Bahnhof geht. Was kriegst du so mit von deinen Reisenden? Ja, zu den Zeiten, wo das Thema in den Medien war, also zwischen Wasserwerfer-Einsatz und ungefähr Ende der Schlichtung, da war ständig Nachfrage, was Stand der Dinge ist. Das hat dann etwas nachgelassen, dass die Leute von sich aus das Thema angeschnitten haben. Nur vereinzelt wollten manche, die länger weg waren, wissen, ob sich was Neues ergeben hat. Ist es irgendwie angenehmer oder unangenehmer geworden in der Zeit, Taxi zu fahren, seit es diese Auseinandersetzung um den Bahnhof gibt? Hat sich irgendwie klimamäßig was verändert, menschlich was verändert? Gibt es irgendwas, was du beobachten konntest? Es gibt ganz wenige, die aggressiv bei dem Thema reagieren. Ansonsten sind Auswärtige sind öfters neugierig. Die wollten halt irgendwas wissen und da die Medien doch immer so etwas in ihrer Couleur berichten, konnte ich dann immer noch ein paar zusätzliche Informationen zum Tagesaktuellen geben, was man so in den großen Medien so vorgesetzt bekommt. Wir haben jetzt gerade vorher mal die Taxis abgegangen, haben gesehen, es gibt ein einziges, wo in Stuttgart 21 Kleber drauf ist. Bei dir ist das nicht der Fall. Hast du trotzdem eine Meinung zum Objekt? Ja, zum einen, jeder Kleber mit politischem Inhalt ist eigentlich verboten im Taxi. Zu dem Projekt habe ich doch eine klare Meinung. Hat es sich möglicherweise gewandelt in der Zeit, seitdem? Ja, vor einem Jahr war ich der Überzeugung, dass die Vorteile überwiegen. Welche, wenn ich fragen darf, welche Vorteile hattest du in dieser frühen Zeit gesehen? Ja, dass man 100 Hektar Innenstadtbereich zusätzlich bekommt, ohne eine Begrenzung durch Bahngleise. Da meine beide Großväter waren Eisenbahner, also meine Eltern sind 10 Meter von einem Eisenbahndamm groß geworden, der immer schön vorm Fenster war. Hast du das unangenehm in Erinnerung? Es ist ein bisschen eine düstere Ecke. Eisenbahnersiedlungen waren früher nie so die Wohlstandsecken. Wie war da das soziale Miteinander? Ja, zu dem Zeitpunkt waren das ja Beamte. Das war also nach dem Zweiten Weltkrieg war das ein bisschen sehr bürgerlich, aber alle waren irgendwie Arbeiter. Beamte von in ungefähr dem gleichen Gehaltsniveau, also eine vielleicht spießige Ecke, könnte man sagen. Aha. War das hier in Stuttgart oder war es woanders im Bahnhof? Es war hier direkt hinter dem Bahnhof, also am Ende der Bahngleise geht es über in den Bahnpostbereich und in den Bereitstellungsraum für Züge und daneben ist die Eisenbahnersiedlung. Ja, habt ihr dann als Kinder neben Gleisen, auf den Gleisen gespielt? Habt ihr Münzen plattfahren lassen? Oder wie hat sich das abgespielt, wenn man so nah an der Bahn lebt? Also zu meiner Zeit, da haben wir nur noch die Großeltern besucht. Da war das gerade keine Beamtenbahn mehr. Und wir haben dann im anderen Stadtteil in Stuttgart gewohnt. Ah ja. Im Westen. Die Vorteile, die du vorher genannt hattest, die haben jetzt irgendwie sind die langsam in den Hintergrund getreten. Wie kommt's? Sind es Einflüsse von deinen Reisenden gewesen? Hast du Informationen gekriegt oder
worauf führst du es zurück, dass bei dir ein Bewusstseinswandel stattgefunden hat? Ja, also zum einen, ich habe ja immer wieder Informationen dann von mehreren Seiten gehört und ein paar Sachen wusste ich selber dann aus, konnte ich ja selber vergleichen, wie, ob die stimmen können oder nicht. Ob das jetzt das Grundwasser ist oder, also ich weiß ja, dass hier 100 Meter vom Bahnhof Oberpostdirektion kaputt gegangen ist beim Bau der S-Bahn. Hat die Bahn mal 200 Millionen abgedrückt. Die sagt ja, hier passiert nichts, wenn sie Grundwasser abpumpt. Das muss sie ja selber besser wissen. Die alte Staatsgalerie wollte einfallen. Als die neue Staatsgalerie gebaut wurde, musste man die jahrelang abstützen. Die Kosten, die waren immer sehr, sehr ungewiss. Und dann habe ich doch tatsächlich, nachdem ich hier öfters in Demonstrationen reingekommen bin, es war ja am Anfang bis zum Abbruch vom Nordflügel so der zentrale Demonstrationspunkt, direkt mein Arbeitsplatz, mein Taxiplatz. Da habe ich mir dann noch ein paar Schlichtungstermine angeguckt im Fernsehen und ein, zwei Mal sind mir ganz schräge Sachen aufgefallen. Welchen Eindruck haben denn die, hat das Aktionsbündnis auf dich gemacht, welchen Eindruck haben die Bahnleute auf dich gemacht? Es war ja auch Stadt und Region und Regierung vertreten auf der Bahnseite. Ja, was, ich habe mir mehrere Punkte gemerkt, also Kritikpunkte, ob das jetzt Kosten betrifft, Leistungsfähigkeit von dieser Alternative. Und ich habe halt festgestellt, dass die Gegner von Stuttgart 21 sich inhaltlich eigentlich nie korrigieren mussten, sondern dass im Laufe der Schlichtung doch immer wieder Punkte aufgetaucht sind, wo der Geißler dann den Recht gegeben hat. Er hat halt zum Schluss noch gesagt, ja, es wird halt gebaut, weil die Baurecht haben. Aber inhaltlich war das doch schon eigentlich nicht mit der Schlichtung zusammenzukriegen. So. Und dann kam da diesen ganz fetten Klops. Von dem Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, dass die Bahn Informationen drückt. Und das war diese Geschichte mit der Kostenberechnung über die Schwäbische Alb, wo der halt schön einen Dreisatz vorgerechnet hat. Und der, meinst du den Käfer? Ja, der Käfer. Dr. Käfer hat schön einen Dreisatz vorgerechnet. Und Dreisatz ist eigentlich das Umsetzen von irgendeiner Aufgabe, von einer Textaufgabe in diese mathematische Formel. Und im Wesentlichen hat er da ganz übel versagt, weil er hat das Ingolstädter Tunnelprojekt mit dem hiesigen über die Schwäbische Alb verglichen. Und der Gegengutachter kam nicht mehr dazu, das zu berichtigen, nachdem der halt eine schöne Vergleichszahl ausgerechnet hatte. Hat der Herr Geißler den Punkt abgehakt. Ohne das Aktionsbündnis zur gleichen Zeit den Gutachter ihren eigenen Gutachter hätte reinbringen können? Das war der Gutachter von dem Aktionsbündnis. Aha. Und der Dr. Käfer hat ein schönes Ergebnis ausgerechnet gehabt, aber die eingesetzten Voraussetzungen, die waren einfach falsch. Darf ich fragen, wenn du es kurz fassen kannst, was waren die wesentlichen Fehler, die dir aufgefallen sind? Der wesentliche Fehler ist einfach, das Vergleichsprojekt ist eine Röhre mit zwei Gleisen und das Alpprojekt, also Verlängerung von Stuttgart 21, sind zwei eingleisige Röhren. Als Laie nehme ich jetzt mal an, dass die zwei einzelnen Röhren irgendwie mehr Volumen oder mehr Beton brauchen. Ist das laienhaft falsch? Wenn man den Querschnitt versucht rauszubekommen aus dem Internet und dann sich das selber mal ausrechnet, weil die Maße für die Schwäbische Alb-Projekt, die sind relativ klar, dann kommt man einfach darauf, dass die irgendwas zwischen 20 und 35% mehr Volumen haben müssen über die Schwäbische Alb. Der wesentliche Punkt ist aber außerdem, dass er hier den Bildungsstandort in Deutschland ganz übel dastehen hat lassen, weil keiner der Journalisten aufgejault hat. Dann geht es eigentlich weiter, weil der zweitgrößte Kostenposten ist die Mandelfläche,
von so einer Röhre. Und die Mandelfläche, die ist automatisch dann jeweils 42% mehr, wenn ich eine Röhre in zwei Röhren aufteile und es hat wirklich mal das gleiche Volumen, muss ich immer einen Aufschlag von 42% auf das Ergebnis machen. Und damit wird dieser zweitgrößte Kostenposten plötzlich da explodiert. Aha. Welche Mantelstärken hast du angenommen oder haben diejenigen, die das Projekt betreiben, angenommen? Über die Schwäbische Alb, das war eindeutig. Die Hälfte der Strecke bekommt die Tunnelwand 40 cm und die andere Hälfte 80 cm Mannstärke. Über die Schwäbische, das andere, das Vergleichsprojekt Ingolstadt, habe ich jetzt diese Daten nicht rausgekriegt. Ich habe schön für mich hingegoogelt, wie man das macht heutzutage. Und habe dann eine Zahl gefunden von einem ganz üblen Tunnel von diesem Projekt. Und da stand dann drin, Tunnelquerschnittsfläche 124 bis 148 Quadratmeter. Ich habe jetzt einfach mal die Mitte genommen, 136 Quadratmeter. Und habe das dann verglichen mit der Tunnelfläche hier. Und hier komme ich ja dann auf deutlich größere Flächen. Also bei 80 cm Stärke lege ich dann so bei 160 Quadratmeter. Aha. Du wirst es dann auch in Kosten umgerechnet haben. Kannst du dich noch dran entsinnen, was im Faktencheck genannt wurde und wie waren deine Zahlen? Der hat nur diese Vergleichszahl rausgerechnet gehabt für das Volumen von der Tunnelbohrung. Und das war halt so übermächtig, dieser Posten. Das war der größte Posten. Der Gegengutachter sagte was von 500 Euro plus pro Kubikmeter. Und der Bahnvorstand Käfer, der kam auf 300 Euro mit diesen falschen Umsetzungen. Während wenn man dann diese Zahlen tatsächlich einsetzt, kommt man auf mindestens 400 Euro. Aber wie gesagt, es ist eigentlich dieser zweite Posten, der ja auch im Milliardenbereich liegt. Wenn 30% mehr Volumen da sind und 42% Aufschlag, dann komme ich auf 80% mehr Mandelfläche. Und wenn das eine Milliarde ist, dann habe ich 800 Millionen Mehrkosten bei der Mandelfläche. Und gerade weil er das falsch dargestellt hat, gehe ich seit diesem Zeitpunkt, zu dieser Uhrzeit, gehe ich davon aus, dass er was zurück. Und das war einer der wesentlichen Punkte, die dich wachgerüttelt haben, wo du das Projekt grundsätzlich angezweifelt hast, oder war das schon früher? Davor gab es ja, es gab Positives, diese freie Fläche, die größer ist wie bei einem Alternativprojekt und keine Bahngleisbeschränkung hat. Nachteile sind die höheren Kosten, die umfangreichere Baustelle, dass man hier im Grundwasser kräftig rumbuddelt und dass man den Park ein bisschen macht und dass wir hier jetzt mal eine Landschaft hinkriegen, die sich eignet für Marslandungstrainings. Das kann man ja simulieren die nächsten 12 Jahre. Das lässt sich nicht eindeutig sagen. Es waren halt Ungelegenheiten. Man konnte den Platz nicht anfahren, man stand im Stau, man musste um den Bahnhof rum. Die meisten Taxifahrer sind Gewohnheitstiere und fahren gern immer den gleichen Platz an, obwohl sie jeden anderen Taxiplatz auch anfahren können. Da kennen sie sich aus, da wissen sie, um welche Uhrzeit was geht. Und da kennt man auch die Kollegen am besten zum Schwätzen. Und hier, da waren wir dann also mindestens mal montags waren wir in der Demo drin und ansonsten auch. Die Mehrheit der Taxifahrer sind eher für das Projekt, muss man sagen. Es gibt ein paar, die sagen einfach, gut, das ist Fortschritt. Und es gibt welche, die sagen, so wie die Bahn arbeitet, heißt es, dass wir jetzt während der Bauzeit, die sehr viel länger gehen wird, doch auf jeden Fall Zusatzgeschäft kriegen bei dem, was die Bahn veranstalten wird hier an Chaos. Okay, das ist ein Argument, das versteht jeder. Zusatzgeschäft 10, 15, 18 Jahre lang. Ja. Da wird dann mancher zum Brawler dann. Ja, nö, das ist ganz, ganz einfache Rechnung. Also wenn die Leute das hier so wollen, dann müssen sie halt auch damit leben. Ich bin lustigerweise letzte Woche war an der Blockade am Grundwassermanagement auf der anderen Seite vom Bahnhof und ich stand morgens hier und wollte wegfahren und dann ist hier der
Sattelschlepper und der Bagger reingefahren. Und die Frau hat sich mir einen Weg gestellt und hat mich drei Minuten lang blockiert. Konnte ich mit dem Taxi nicht wegfahren wegen dem Baustellenfahrzeug. Dann dachte ich, das ist jetzt mal so der Auftakt, die Warmmachphase für die Bauphase, die jetzt auf uns zurollt. Gut, da soll ja vieles über die gesonderte Straße abgewickelt werden. Habt ihr das schon besprochen, wenn die Straße da am Schlossgarten komplett nur für den LKW noch Verkehr spielt, die für euch keine Rolle? Habt ihr das überhaupt schon mal überlegt, was das für eure Touren bedeutet, wenn die wegfällt für euch? Also wenn eine Straße wegfällt, heißt es normalerweise Umweg. Der Fahrgast zahlt. Das Wesentliche ist einfach, in den letzten 12 Monaten haben die uns jetzt hier so mindestens 3 verschiedene Ersatz-Taxiplatz-Varianten vorgeschlagen oder wollten die durchführen. Und egal wie intelligent die Taxifahrer hier auch sein mögen oder wenig intelligent, das eine war im Baustellengelände, so 6 Meter unterm Niveau von dem Bahnhof. Uns hätte nie jemand irgendwie gefunden. Das zweite war, also der Bahnhof zieht in die eine Richtung 150 Meter und wir ziehen 150 Meter in eine andere Richtung, in die Seitenstraße. Dann wären das also 300 Meter gewesen. Bei der Ortsbegehung von dem Vorstand von der Funkzentrale, von dem Funkservice, da hat dann wohl ein Bauleiter oder war es der von der Bahn gesagt, ja, das Problem sei, dass man halt auch noch die Straße da aufreißt. Und irgendwie, nachdem klar war, dass das nicht zu benutzen ist, stand, das war wirklich der einzige Taxiplatz in der Geschichte von Stuttgart, der am nächsten Tag eingerichtet war. Das ist in der Lautenschlagerstraße, das ist ein gültiger Taxiplatz, der ist beschildert und ausgeschrieben und der ist völlig sinnlos. Wir haben jetzt hier schon 2 Ersatztaxiplätze für verschiedene Bauphasen eingezeichnet. Einen auf dem Parkplatz und einen links von hier. Das hat man schon mal hingemacht. Gut, das scheint ja irgendwie erfolgversprechend zu sein. Ja, eine der Informationen, als die uns diese letzte Variante jetzt hier so eingerichtet haben, war aber, dass zum Jahresende der Nordausgang zugemacht wird. Das heißt also immer, wenn es sichergestellt ist, dass die Fahrgäste keine Chance haben, zu uns zu kommen, dann richten sie einen Taxiplatz ein. Der Irrsinn geht jetzt wahrscheinlich noch 10 oder 12 Jahre. Man weiß es ja noch nicht. Bisher haben sie ja bloß die Planungen immer verändert. Mhm. Also zum einen, die S21-Gegner haben ja das zeitlich jetzt etwas verzögert. Es gab ja schon mal einen anderen Taxiplatz im Termin, wenn der geschlossen wird. Der Taxiplatz hier sollte 1. Mai, also vor 8 Wochen, rund geschlossen werden. Also, dass wir jetzt hier stehen, haben wir eigentlich diesen S21-Gegnern zu verdanken, dass wir hier noch arbeiten können. Was gibt's denn, wenn du die S21-Gegner ansprichst, für Beziehungen zwischen dieser Mahnwache, die hier ein paar Meter von dir entfernt ist, und den Taxifahrern? Gibt's da ein Verhältnis? Kann man das beschreiben? Also ein paar kennen sich jetzt persönlich mit Namen und quatschen auch öfters. Und ein paar von der Mahnwache wissen jetzt über das Taxigeschäft Bescheid. Die brauchen jetzt noch eine Arztkundeprüfung, können anfangen. Aber die meisten, die sind da doch etwa, also bei der Mahnwache, die sind auf ihre Mahnwache fixiert, und hier am Taxiplatz, ein paar fühlen sich gestört. Also muss man so sagen. Mhm. Ja. Ganz anderes Thema. Es gibt ja auch Messezeiten und es gibt auch den Wandel davon, dass die Messe von ihrer bisherigen Stelle da oben, wie heißt es bei euch, Killesberg? Alte Messe, kann man sagen. Alte Messe, umgezogen ist da hoch auf den Flughafen. Habt ihr euch da Gedanken zugemacht? Hat sich das auf euer Geschäft irgendwie ausgewirkt? Habt ihr das gemerkt? Kann man da irgendwie was... Mal kurz, stopp. Okay. wie war jetzt deine Einleitung noch? Wie sich es gewandelt hat? Also bei der Messe selber... Der alte Taxiplatz war ja so eingerichtet, dass man ihn nicht gefunden hat. Der war 30, 40 Meter vom Ausgang entfernt, aber der war ja genau hinter der Bushaltestelle. Und zu Messezeiten stand da immer 2 Gelenkzüge davor. Taxikollege hat mal einen Mensch namens Wolfgang Schuster aufgesammelt.
der den Taxiplatz nicht gefunden hat. Hat sich durchtelefoniert bei allen Institutionen und alle waren bereit, ob Polizei oder Feuerwehr, dass der Taxiplatz verlegt wird, dass man den auch findet. Man muss immer mit Auswärtigen rechnen bei so Veranstaltungen. Ob das jetzt ein Bahnhof ist oder eine Messe, das kann man nie ganz ausschließen, dass da ein Reichschmückter kommt. Und man braucht eigentlich eine freie Sichtverbindung zwischen Ausgang und Taxiplatz, wenn man will, dass die Leute ein Taxi auch finden. Und ja, wie gesagt, bei der alten Messe waren das 40 Meter. Am Taxiplatz ist fast nichts gegangen, weil den niemand gefunden hat. Bei der neuen Messe geht jetzt am Taxiplatz ein bisschen mehr. Bei den üblichen Standardmessen, das ist der Ausgang Ost, da sehen die dann den Taxiplatz, falls da mal ein Taxi steht und die diese 50 oder 100 Meter weit überblicken können, dass da jetzt ein Taxi steht am anderen Ende vom Platz. Das Geschäft, das Messegeschäft war aber auch hauptsächlich nicht einfach jetzt zur Messe und von der Messe, sondern die Leute, die während der Messezeit in Stuttgart waren. Und da haben wir während der Messezeit hier ganz erhebliche Fahrten gehabt immer. Das waren oft nur Kurzfahrten, aber das war dann einfach die Mehrzahl hier um die Ecke. Und mittlerweile haben die sich, der wo kann, der nimmt ein Hotelbett in der Nähe von der Messe und nicht mehr in der Stadtmitte. Und während ich früher von 10 Touren während den wichtigen Messen habe ich dann 8-mal irgendein Hotel angefahren. Da fahre ich jetzt höchstens einmal noch ein Hotel an. Die Leute, die da auf die Messe gehen, die gehen dann auch nicht mehr so oft in die Stadt. Ich weiß es jetzt von der Rollladenmesse. Da war ein wichtiger Mensch, der war am anderen Ende der Stadt untergebracht. Den habe ich in Echterdingen abgeholt, in Messenähe, und habe den in sein Hotel auf der anderen Seite der Stadt gebracht. Der hat dort eingeladen in Echterdingen und sagte zu mir, ja, das muss in Messenähe sein. Er kann jetzt nicht seine ganzen Gäste hier erstmal eine Dreiviertelstunde in die eine Richtung und nach dem Essen eine Dreiviertelstunde in die andere Richtung transportieren. Das muss einfach dort sein, das geht nicht anders. Und demzufolge dort oben sind in Messezeit die paar Gaststätten, die die haben, sind gerammelt voll. Und hier fehlen die Leute halt. Das heißt, du kannst ganz klar sagen, dass das Wirtschaftskraft abgezogen hat. Das hat sich auf jeden Fall mal verlagert von der Innenstadt Richtung Flughafengelände. Die großen Baustellen, die es hier so gab, die Ministeriumsbaustelle, habt ihr euch da dazu Gedanken gemacht? Die meisten nicht. Das ist halt eine von den letzten Stellen, wo man schön den Park angucken kann. Wenn die hier jetzt noch die Sicht verbauen, wenn Stuttgart 21 kommt, dann sind die zwei letzten Stellen, wo man schön auf den Park gucken kann, links und rechts vom Ministerium. Tja, okay, Nachtfahrer weiß, dort ist der Schwulenstrich und ich immer überlegen, was will das Ministerium oder das Land mir jetzt sagen. Nacht, apropos Nacht. Da will ich noch ja. Verlängerung. Ja, also hier wird es schon länger. Die beiden großen Bundesstraßen, die reinführen in die Stadt. An der Kanzlerstraße gibt es die Betonsichtmauer und hier werden Gebäude hingestellt. Und in Zukunft muss man sich da nicht mehr so ablenken lassen, morgens und abends von diesen grünen Hängen und diesem widerlichen Neckartal. Das war immer so 5 Minuten Urlaub und das wird einem in Zukunft erspart. Jetzt habe ich freudigerweise, gibt es einen neuen Bauplan für den Mailänder Platz in diesem neuen Gebäude und dann gibt es dann irgendeine Sichtachse. Das heißt, man kann da auch zwischen zwei Gebäuden durchgucken, bis auf den Park. Das hat die irgendwie überrascht, die Planer, habe ich gelesen. Das ist gut. Du machst ja richtig Freude auf das neue Stuttgart. Ja, ich werde in Zukunft repräsentiert durch meine Bank, durch meine Krankenkasse und durch Ministerialbeamte beim Blick auf den Park. Und die bringen dann im Jahresende, schreiben die immer Bericht, was sich verändert hat im Park. Der Landesrechnungshof wird es dann prüfen, ob die richtig geguckt haben für mich. Ja, ich weiß sogar, wie die gekommen sind. Und zwar die Universität. Die hat Institute nach Vaihingen verlagert
Und irgendwann hat sie dann freundlicherweise Studentenwohnheime dort hochgebaut. Dummerweise saßen dann die Studenten am Wochenende um Mitternacht zu Hause im Wohnheim und waren nicht so glücklich, so über die Monate und Jahre am Wochenende nicht weggehen zu können. Und weil dort oben ja auch Verkehrsplaner studieren, Maschinenbauer studieren, alles was man braucht, dann haben wir halt irgendwann mal aufgrund dessen, weil da gibt es ja auch Auswärtige, und die wussten, es gibt so in zwei Universitätsstädten gab es einen Discobus, haben die sich überlegt, wie könnte jetzt ein Nachtbussystem für Stuttgart aussehen. Dieses Nachtbussystem, das haben die dann entworfen. Und der erste Entwurf, den die dann vorgestellt haben, das sah nahezu identisch aus zum jetzigen innerstädtischen Nachtbussystem. Die SSB hat sich freundlich bedankt und gesagt, es gibt keinen Bedarf. An der Situation der Studenten hat sich ja nichts verändert. Das heißt, die nächste Generation von Studenten, zwei oder drei Jahre später, die saßen immer noch in Vereinen oben am Wochenende. Und die mussten sich ja jetzt keinen Aufwand mehr machen, so ein System zu entwickeln. Das war ja nahezu perfekt. Ist ja jetzt nahezu unverändert mittlerweile. Da haben die dann sich den Aufwand gemacht, zu überlegen, wie setzt man das durch. Nachdem die SSB gesagt hat, es gibt keinen Bedarf, sind die hergegangen und haben Plakate gedruckt, haben die aufgehängt in den Diskotheken und Gaststätten, die nachts aufhaben. Und da stand drauf, Nachtbus kommt. Und darunter stand ganz groß die Telefonnummer der SSB-Sachbearbeiter. Und jetzt ist es so, erfolgreich studieren in Stuttgart heißt eigentlich, dass man zur Prüfungsvorbereitung braucht man alte Prüfungen. Die Institute haben das sehr dürftig angeboten, das hat die Fachschaft angeboten. Die studentischen Vertreter, die haben die gesammelt. Und die hat man immer mal kopiert, wenn man die gebraucht hat. Und in dem Sommer war das anders. Da musste man, wenn man die kopieren will, musste man noch bei der SSB anrufen und fragen, wann denn jetzt der Nachtbus kommt. Ja, und dann, das hat circa zwei Wochen gedauert, weil dort oben ja ungefähr 5000 Leute ihre Prüfungen ablegen. Das heißt, also da haben dann ungefähr 5000 Leute anrufen müssen bei der SSB. Und nachdem die da so knapp zwei Wochen lang nicht arbeiten konnten, kam die Zeitungsmeldung, es wird ein Nachtbus kommen. So, und wie ich jetzt zufälligerweise weiß, seit einer Woche, da wird über eine Veränderung von den regionalen Nachtbussen zur S-Bahn hin nachgedacht. Da stand dann in der Zeitung, diese innerstädtischen Nachtbusse, da haben jetzt im letzten Jahr ca. 250.000 Fahrten gehabt und die regionalen Nachtbusse etwas über 200.000 Fahrgäste. Ja, und die SSB und die Deutsche Bahn, die scheinen jetzt scharf zu sein auf die Nachtbusse nach außerhalb. Das machen, nach den Aufschriften, machen das regionale Busunternehmen. Also das sind private Busunternehmen und die sollen ersetzt werden durch S-Bahn. Dann kriegt die Bahn noch ein bisschen Umsatz dazu. Ich meine, das ist für den einen oder anderen wird es auf jeden Fall geschickter sein. Aber wie gesagt, die Privaten kriegen Geschäft weggenommen und die Bahn hat wieder ein bisschen mehr Umsatz. Ja, die nehmen uns Geschäft weg. Die haben uns sogar einen Taxiplatz weggenommen. Die waren zu blöd, ihre Busse ordentlich aufzustellen. Und dann haben die uns einen Taxiplatz auf der Planie geschlossen. Die haben uns wegen dem Umbau vom Busbahnhof, haben die uns am Rote Bühlplatz den Taxiplatz halbiert. Weil ein Bus, der am Busbahnhof gestartet ist, die Linie 92 genau, die muss dort jetzt dort parken. Deshalb hat man dann den Taxiplatz halbiert. Ihr steckt das immer klaglos weg oder bedeutet das dann wirklich auch bei euch, dass Arbeitsplätze wegfallen im Schnitt? Oder wie muss man das? Nee, also die Vertreter, die normalerweise uns so vertreten gegenüber der Stadt, das ist in erster Linie die Funkzentrale. Und die Funkzentrale hat ja kein eigenes Taxi, sondern betreibt einen Funk.
Der Interesse ist es nicht, dass es im Taxiplatz gut läuft. Die machen das aus Gutwill, haben aber keine richtige Motivation dafür. Und die haben jetzt zum Beispiel im Falle von dem Taxiplatz Rote Bühlplatz, da haben die reagiert, als der Umbau fast fertig war. Und hat die Stadt gesagt, ja, hättet ihr mal vorher Bescheid gesagt, hätten wir drüber reden können. Was ich jetzt zwar nicht glaube, aber das zeigt halt, dass unsere Vertretung, egal wie es jetzt ist beim Taxiplatz, auch hier am Bahnhof mit den Umgestaltungen, dass dann jetzt nicht wirklich eine richtige Vertretung da ist. Also die Diskussionen finden statt zwischen der Funkzentrale, die nicht will, dass es im Taxiplatz gut läuft, und der Stadt Stuttgart, die jetzt als Hauptaktionär von der SSB jetzt zum Beispiel Konkurrenz ist. Die beiden verhandeln darüber, über die Arbeitsbedingungen am Taxiplatz. Das ist so, wie wenn die Grüne und die SPD über die Arbeitsbedingungen von der CDU verhandeln. Und die das dann schlucken muss. Ja, das hört sich ja nicht gerade so an, als ob ihr da eure Rechte so richtig vertreten fühlt. Habt ihr ein Plenum? Trefft ihr euch mal irgendwie? Seid ihr politisch organisiert? Seid ihr in Gewerkschaften? Oder wie muss man das vorstellen? Oder seid ihr alle allein unterwegs? Wie? Bei uns gibt es keine Gewerkschaft. Es gibt keinen Tarifvertrag. Und es hat mal einen Versuch gegeben, Autogramm habe von dir.